بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ليبي شفست مسلم الله سبحانه وتعالى زكت القرآن وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Unsere Pflicht ist es, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und der Prophet Frieden und Segen mit ihm sagt, لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخلوا هذا الدين. Allah wird in jedes Haus, egal ob Stein oder Zelt, diese Religion hineinführen. Das heißt, der Islam wird kommen. Aber wir fragen uns jetzt, warum haben die Sahaba bei Allah subhanahu wa ta'ala so einen hohen Stellenwert? Die Sahaba haben so einen hohen Stellenwert, weil sie diejenigen sind, die den Islam von unten nach oben gebracht haben. Und wir wissen genau, in der heutigen Zeit, der Islam ist bekämpft worden. Kolonisation, heutzutage in den Medien. Und auch hier in Deutschland, wie viele Muslime haben sich von der Religion entfernt? Und du kannst jemand davon sein, der dafür sorgt, dass alle Menschen von dieser schönen Botschaft hören und die Wahrheit hören. Aber was brauchst du dazu? Du musst dich mit Wissen bewaffnen. So wie Muhammad Abdul Wahhab sagt, in Kishf Shubuhat, فَإِذَا رَفْتَ أَنَّ تَرِيكِ لَاللَّهِ لَا بُدْلَهُ مِنْ عَدَاءٍ قَائِدٍ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَصِيرُ لَكَ سِلَاحًا تُقَاتِلُ بِهِ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينِ. Wenn du weißt, dass der Weg zu Allah mit Satanen bestückt ist, das heißt, die von dem Weg abführen, abwalten wollen, ja, so wisse, dass es deine Pflicht ist, von dieser Religion das zu lernen, was für dich zu einer Waffe wird, womit du diese Religion sozusagen verteidigen kannst, womit du diese Satane bekämpfen kannst. Das heißt, du als Muslim musst wollen, du musst die Begierde haben, den Propheten zu verteidigen. Damals die Menschen hatten die Chance, den Propheten mit dem Schwert zu verteidigen. Du hast die Chance, den Propheten mit der Zunge, mit deinem Verhalten, mit deinen Werken zu verteidigen, mit deinem Stift zu verteidigen. Und es gibt einen Hadith, der sagt, dass die Tinte der Ulama am jüngsten Tag schwerer wiegt als die das Blut der Shuhada. Und es gibt Kritik in diesem Hadith, ob der authentisch ist oder nicht. Aber Fakt ist, dass das, was die Ulama machen, gewaltig ist. Das, was die machen, die lernen, gewaltig ist. Yahya bin Ma'in sagt, اذبوا عن السنة خير من الجهاد في سبيل الله. Das Verteidigen der Sunna ist besser als der Kampf auf dem Weg Allahs. Das ist Yahya bin Ma'in, einer der größten Muhadithun, der auf der Stufe steht, wie beispielsweise ein Imam al-Bukhari, rahimahumullah, möge Allah sich beiden erbarmen. Wie kannst du dieses Wissen bekommen? Wir haben für dich eine super Möglichkeit. Das Problem ist für viele, dass sie nicht die Chance haben, in ein arabisches Land zu gehen und dort studieren können. 7 Jahre ins Ausland gehen. Wie will man das machen? Du bist vielleicht am Arbeiten, vielleicht hast du ein anderes Studium, vielleicht erlauben es dir deine Eltern nicht, vielleicht wirst du nicht beim Studium angenommen, vielleicht hast du das Geld nicht dazu. Viele haben in Saudi-Arabien angefangen zu studieren und konnten dann nicht weiter dort bleiben, weil sie einfach kein Geld hatten, um eine Wohnung zu bezahlen und mit ihrer Familie dort zu leben. Ja. Aber du hast eine Möglichkeit, von dir zu Hause jetzt ein detailliertes Islamstudium zu machen. Mit wem? Es gibt die Islamic Online University. Wenn du Englisch kannst, das ist die von Dr. Bilal Phillips. Dr. Bilal Phillips ist seit 30 Jahren in der Dawah tätig. Durch ihn haben tausende Menschen den Islam angenommen. Und er hat viele Bücher geschrieben. Er hat 3 Universitäten gegründet. Und er weiß genau, was du brauchst. Sein Studium in der Islamic Online University ist sehr dauerfixiert. Das heißt, wie man die Religion verteidigt. Und so lernst du dort aus der Erfahrung vom Sheikh Dr. Bilal Phillips genau das, was du für die Dawah brauchst. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Es gibt dort Themen wie Tafsir. Man lernt viele Sachen aus dem Koran auswendig. Man lernt die arabische Sprache. Ja, das ist alles das Lehrprogramm. In der Akida lernt man beispielsweise die Akida, den Erklärung von der Akida von Imam al-Tahawi, von Ibn Abul Izzel Hanafi. Das ist das Buch in Akida, das umfasst so gut wie alle Akida-Fragen. Dieses Buch lernt man dort innerhalb von 4 Jahren. Das heißt, wenn man diese 4 Jahre dort studiert hat, und es reicht, wenn du einfach abends dir 4 Stunden Zeit nimmst. Ja, du hast also dieses Programm, du meldest dich dort an in der Islamic Online University. Ja, du meldest dich dort an, dort steht alles detailliert drin, was du zu tun hast. Ja? Und dann kriegst du immer die Programme, die Dinge, die du lernen musst. Und dann musst du zu bestimmten Tests, musst du an bestimmte Orte fahren. Das wird alles bekannt geben, das ist alles einfach. Vielleicht werden wir auch diese Tests durchführen, aber was auch immer, vielleicht kannst du die Tests auch über Internet durchführen.
Fakt ist, du lernst dort solche Sachen. Dann lernst du in Fiqh, lernst das Buch Al-Hidayya. Das ist ein ganz wichtiges Buch im Hanafi-Fiqh. Und von Sheikh Fawzan sein Fiqh-Buch. Weil Sheikh Fawzan hat ein ganz gutes, wunderbares Fiqh-Buch gemacht, das in großem Maße auf dem Hanbali-Method basiert. Ja? Und dann lernt man sehr viel über Religionsvergleiche, über Christentum, über Hinduismus, wie man Menschen zum Islam anladet. Und ich kann dir nur sagen, wenn du dieses Studium geschafft hast, dann wirst du inshallah danach von der Akida sehr stark sein, vom Fiqh sehr stark sein. Du wirst Usul Hadith kennen, du wirst Usulul Fiqh kennen, du wirst viele Sachen aus dem Koran kennen, du wirst Uslubu Dawa kennen, Dinge wie man Dawa macht, Stil von Dawa. Und viele, viele andere Dinge wirst du lernen. Und was wir brauchen ist, wir brauchen dich. Wir wollen, in Deutschland gibt es 2500 Moscheen. Aber wie ihr wisst, wird in den meisten Moscheen nur auf Türkisch oder Arabisch gelehrt. Wir brauchen jetzt deutschsprachige Duat, die hier aufgewachsen sind. Und hier kannst du genau das lernen, was du brauchst. Hier kannst du genau das lernen, was du brauchst, um die Dauer zu verrichten. Das heißt, du machst dieses Studium. Nach 4 Jahren bist du bereit und mehr als bereit. Nach 4 Jahren bist du bereit und mehr als bereit. Das heißt, ich möchte gerne, dass wir mindestens 100 Leute haben, die dort das Studium abschließen. Und deswegen gebe ich jedem einen Tipp, der Englisch kann, sich dort auf die Seite zu gehen, sich das genaue Programm anzugucken, sich dort anzumelden und festzubeißen, dieses Programm durchzuziehen. Denn wir, du bist die Zukunft, inshallah. Du bist inshallah die Zukunft, du bist der Daya. Du bist derjenige, der die Religion lernt und lehrt. Und geh auf diese Seite und werde ein Schüler von Bilal Philips, lerne die arabische Sprache, lerne Fiqh von Hanafi Madhab und von Hanbali Madhab, von Sheikh Fawzan, ja. Lerne auch die Akida, komplett die Akida von Ahl-Sunnah wal Jama'ah und sei jemand, der die Religion Allahs mit seinem Wissen verteidigt. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin subhanaka allahumma bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.